willkommen, liebes Publikum, liebe Freunde des Science Slams. Ich möchte euch ganz herzlich begrüßen zum dritten Science Slam Fribourg hier im Ancien Gare. Ist das Mikrofon zu laut, zu leise? Perfekt. Oh, perfekt. So beginnt der Abend. Gut. Darf ich euch kurz fragen, wer war schon einmal irgend an einem Science Slam? Hände hoch. Wow. Wer war schon mal am Science Slam hier in Fribourg? Hände hoch. Wer war noch nie an einem Science Slam? Hände hoch. Wer hat genug von dummen Hände hoch Fragen? Hände hoch. Ja, ein ehrliches Publikum, das brauchen wir heute Abend. Trotzdem möchte ich einfach kurz für die Leute, die noch nie hier waren, erklären, was ist ein Science Slam? Ein Science Slam ist ein wissenschaftliches Kurzvortragsturnier. Und ein Turnier braucht einen Schiedsrichter, einen Moderator, das werde ich heute sein. Ich heiße Marc. Wenn ihr dann, dass ihr das wisst, wenn ihr euch ungerecht behandelt fühlt. Es gibt heute 7 Slammer, die antreten, um eure Gunst zu werben. Diese 7 Slammer haben jeweils 10 Minuten Zeit und sie dürfen alle Hilfsmittel verwenden. Sie dürfen die Freundin auf die Bühne nehmen, sie dürfen einen Kuchen backen, sie dürfen euch bestechen, was sie wollen. Alles ist erlaubt. Das einzige Limit sind die 10 Minuten und das ist für euch Slammer sehr wichtig. Wenn ihr diese Zeit überträgt oder übertritt, dann komme ich irgendwann so langsam auf die Bühne, bis es so richtig unangenehm wird. Na, ihr habt das gehört. Jetzt gibt es natürlich noch eine Frage im Raum und das ist, wie bestimmt ihr, wer der heutige Science Slam Champion wird? Und wir haben heute ein absolut demokratisches System. Jeder Slammer wird, und jede Slammerin natürlich, werden eine Urne haben mit ihrem Gesicht drauf. Ich kann das mal kurz zeigen, hier. Da hat sich jemand sehr viel Mühe gemacht. Das sind diese Slammer-Urnen und ihr solltet eigentlich alle beim Eingang einen Jeton bekommen haben. Gibt es jemanden in diesem Raum, der sein Stimmrecht nicht bekommen hat? Zwei, ich habe schon gesehen, das Absprechen vorher. Es gibt nicht 2 Jetons pro Person. Das wird so stattfinden, wir werden die 7 Slammer hören, wir werden zuerst 3 hören, dann gibt es eine Pause, nochmals 2, wieder Pause, nochmals 2. Und dann habt ihr die Chance, aus den 7 Slammern in die Urne, die euch am besten gefallen hat, den Jeton reinzuwerfen. Wir werden das auszählen, wer die meisten Stimmen hat, gewinnt. Kein Wahlbetrug, das wird alles gut gehen. Jetzt möchte ich euch bitten, liebe Hauptpersonen des Abends, Slammer, kommt bitte auf die Bühne und einen Riesenapplaus für unsere 7 Slammer. Vielen Dank für die Korrektur. Die Leute, die gut aufpassen, merken, es sind nicht 7, sondern 8 Leute auf der Bühne. Ich freue mich, es ist das erste Mal, dass ich es erlebe, dass wir ein Science Slam Team auf der Bühne haben werden heute. Eine Premiere für mich, ich weiß nicht, wer von euch das auch schon gesehen hat. Jetzt geht es darum, wann kommt ihr an die Reihe? Und das machen wir über das Los. Damit wir haben einen Spezialfall, und zwar haben wir Mo auf der Bühne hier. Sie wird heute beginnen. Das ist aus technischen Gründen, haben wir das so festgelegt. Der Rest wird ausgelost. Die zweite Person heute Abend wird Julia sein. Einen großen Applaus für Julia Marzone. Als nächstes auf die Bühne nach Julia wird Sergej kommen. Wo ist Sergej? Einen Riesenapplaus. Dann aus der anderen Hosentasche haben wir auf dem nächsten Platz Laura Neumann. Einen Riesenapplaus. Und auf Laura folgt Daniel. Einen Applaus für Daniel. Und nach Daniel, mal schauen, Michael. Einen Riesenapplaus für Michael. Und last but not least schließen wir ab mit unserem Team Slam, Dimitri und Roman. Einen Riesenapplaus. Jetzt, liebe Slammer, bevor ihr von der Bühne geht, bleibt noch kurz. Was ist das Schwierigste, wenn man Theater spielt oder wenn man auf die Bühne kommt? Wer von euch steht regelmäßig oder hobbymäßig auf einer Bühne?
Was ist das Schwierigste? Das Schwierigste ist der Anfang. Am Anfang, wenn man das Publikum nicht kennt und man sieht in die dunklen Gesichter. Und ich möchte den Slammern die Möglichkeit geben, ein bisschen zu erfahren, zu fühlen, was ihr für ein Publikum seid. Und ich möchte mal schauen, was ihr applausmäßig so hinkriegt heute Abend, was so eure Spannweite ist, damit ihr euch das auch ein bisschen aufsaugen könnt. Machen wir mal ein Gedankenexperiment. Schließt eure Augen und ihr stellt euch vor, es kommt ein Slammer auf die Bühne. Der Slammer, er schlurft auf die Bühne. Ihr seht in seine Augen und eigentlich will er gar nicht hier sein. Er gibt eine Präsentation, Tabellen, Zahlen, sogar Standardabweichungen. Ihr seid kurz vor dem Einschlafen und kurz bevor ihr wegdöst, merkt ihr, dass ihr eigentlich viel lieber die Steuererklärung noch machen solltet, dass ihr sie noch nicht mal verlängert habt, oh mein Gott, und ihr würdet am liebsten rausrennen. Wie klingt euer Applaus für so einen Slammer? Okay, liebes Publikum. Buhrufe hören wir heute Abend bitte nicht. Alle 8 Personen hier auf der Bühne haben sehr viel Mut bewiesen, hier zu stehen. Wenn ihr nicht zufrieden seid, dann macht ein bisschen so. Aber bitte kein Buh. Wir wollen nicht, dass jemand ohne seine Menschenwürde heute nach Hause geht. Der Nächste, die Slammerin, kommt auf die Bühne. Sie kommt erhobenen Hauptes. Sie ist selbstbewusst. Sie steht hier. Sie hat euch im Band. Sie sieht euch in die Augen und ihr seht ihr die Wissenschaft an, ihr Feuer. Sie gibt eine Präsentation, 10 Minuten, tam, 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 tam. Und ihr denkt, wow, ich wollte das auch studieren. Das ist geil. Wie klingt euer Applaus für so eine Slammerin? Okay, okay. Wow. Wow, das wird ein guter Abend. Aber das ist noch nicht alles. Gerade als ihr denkt, es kommt nicht besser, schwebt eine Gestalt auf die Bühne. Ihr seid nicht sicher, ob Mann oder Frau. Es ist einfach etwas über diesem simplen Begriff Mensch. Es schwebt auf die Bühne, macht den Mund auf und ein Regenbogen kommt euch direkt ins Gesicht. Und ihr macht sogar den Mund auf. Ihr saugt alles auf, was sie sagt, jede Bewegung. Und am Schluss schaut ihr euren Schatz an und denkt, dieser Slam, liebes Publikum, dieser Slam gehört in die Bibel. Und diese Slammerin oder diese Slammer heute Abend in mein Bett. Wie kriegt euer Applaus für so einen geilen Slam? Okay, okay. Ja, ich würde sagen, das ist nicht schlecht. Habt ihr eine Vorstellung bekommen? Jetzt könnt ihr das ein bisschen einschätzen. Ich darf euch bitten, Platz zu nehmen. Ja. Muss ich die erste Slammerin hervorsuchen. Den heutigen Abend beginnt Mo. Mo hat einen Master in Physik und am Institut für Theoretische Physik und sie ist in der Forschungsrichtung Elementarphysik unterwegs. Und bei den Hobbys ist sie sehr breit gefächert, Musik, Sport, Kultur, Politik und Feminismus. Bitte begrüßt mit einem riesen Applaus Mo auf der Bühne mit ihrem Slam 100 Jahre Teilchenphysik. Hallo, ich bin entzückt. Ich bin die Anna Meitner, die Schwester von der Atomphysikerin Lise Meitner. Ich habe mich schon immer leidenschaftlich für Physik interessiert, aber um 1900 konnte ein Mädchen in Wien keine höhere Bildung erhalten. Aber Lise, das Schlauste unter uns 8 Kindern, erhielt Privatunterricht und hat Physik studiert an der Universität von Wien. Sie war im Übrigen die zweite Frau, die den Doktortitel erhielt. Mit ihr habe ich viel über Physik diskutiert und ich habe auch in meinem Mansardenlabor einen Versuch entwickelt, den ich Ihnen hier mitgebracht habe. Es ist ein sehr einfacher Versuch. Mit diesem Versuch kann man die natürliche Radioaktivität der Umgebung sehen und wenn wir Glück haben, können Sie diesen Versuch alle mitverfolgen. Oh nein, was ist denn hier los? Da scheint die Technik nicht mitzumachen, liebe Mo. Ach, wie,
Wie unglücklich, aber ein paar von Ihnen haben es schon gesehen, gell, Sergej? Sie haben gesehen, dass dieser Versuch, ich muss jetzt improvisieren, okay? Also Physik ist ja an sich schon nicht das Einfachste und deswegen muss ich Ihnen noch erklären, was Sie gesehen hätten und warum Sie das gesehen haben, okay? Versuchen wir es. Okay, also in dieser Kammer sehen Sie so Tropfenspuren, die in rascher Folge kommen und vergehen. Haben Sie sowas schon mal gesehen? Okay, vielleicht haben Sie ja zum Beispiel, Sie haben ja diese Flugzeuge, nennt sich das, und die machen auch so Spuren am Himmel, einfach nicht so schnell und die vergehen auch nicht so schnell, aber etwas so ähnlich sieht es da drin aus. Und was passiert denn da? Ich habe einfach so ein Behälter und den habe ich ein wenig, dort habe ich etwas Alkohol reingetan und unten habe ich das gekühlt mit diesem Flüssigstickstoff, eiskalt. Das ist minus 200 Grad kalt hier und oben ist es Raumtemperatur. Wir haben einen riesigen Temperaturgradienten und der Alkohol verdampft und es bilden sich Tropfen. Und so ein Tropfen, ich weiß nicht, ob Ihnen das bewusst ist, so ein Tropfen bildet sich nicht einfach so. Dazu braucht es eine kleine Verunreinigung, zum Beispiel ein Staubkorn. Das passiert zum Beispiel beim Regen. Oder eben ein geladenes Teilchen. Und genau das passiert hier in dieser Kammer. Die ist ja einfach mit Luft gefüllt, da ist sonst nichts drin und die Luft ist ja elektrisch neutral und plötzlich sind da geladene Teilchen. Und dort entstehen dann diese Tropfenspuren. Wie ist das möglich? Tja, die Luft ist eben, also die Bestandteile der Luft sind eben nicht elementar, sondern zusammengesetzt. Man kann also die elektrisch neutrale Luft auftrennen in positiv und negativ geladene Bestandteile. Und das passiert eben, weil Teilchen durch diese Kammer fliegen. Das müssen Sie mir jetzt einfach glauben. Und dann sehen Sie diese wunderbaren Spuren von diesen Teilchen. Und was sind das für Teilchen? Sie und ich und wir alle, Sie haben in Ihrem Körper Kalium. Und dieses Kalium kann radioaktiv zerfallen in Calcium. Und bei diesem Prozess wird so ein Elektron rausgeschleudert. Und das sehen wir dann in dieser Kammer. Das ist kein Witz. Okay. Also ja, es ist wirklich sehr schade, konnten Sie das nicht live sehen, aber ich hoffe, Sie können sich ein wenig vorstellen, wie wunderbar das gewesen wäre. Und ich habe mir schon ein wenig überlegt, wie könnte man noch mehr herausfinden über das Wesen der Materie, wie könnte man herausfinden, ob es kleinste Teilchen gibt oder ob alle Teilchen zusammengesetzt sind und man sie immer weiter verkleinern kann, so wie ein Mehl. Ein Mehl, das man immer feiner mahlen kann und es hört nie auf. Oder gibt es irgendwo, ist irgendwo Schluss? Das ist das kleinste Teilchen. Gibt es das oder nicht? Nun, ich stelle mir Folgendes vor. Wir haben ja in diesem Versuch, also ein wenig ein zufälliges Experiment, einfach wenn es irgendeinem Atom gefällt, zu zerfallen, dann sehen wir etwas und sonst nicht. Also müsste man das unter kontrollierten Bedingungen im Labor machen. Man müsste also im Labor solche Teilchen herstellen und diese dann auf Atome fliegen lassen. Und so könnte man wie ins Atom reinschauen, ob nämlich das Teilchen dort absorbiert wird oder abgelenkt oder einfach hindurchgeht. Und ich bin sehr gespannt, wie kommende Generationen von Physikerinnen und Physikern das herausfinden werden. So, jetzt passiert der Zeitreise vor 100 Jahren. Ich verwandle mich jetzt nadisnah zu der Mo aus Bern und tue euch erzählen, was passiert ist in diesen 100 Jahren. Also, tatsächlich hat man die Versuche gemacht, wie Anna Meitner euch schon hat, wie sie das schon, darf ich bitten? Merci für mal. Ja. Eure Moderator hat zu viel sein. Okay. Soll ich das halten? Ja, gerne. Okay, ich habe herausgefunden, dass es so besser geht als umgekehrt. Okay, also, wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten, wunderbar. Okay, jetzt passen Sie mal auf. Wie hat man herausgefunden, wie das Atom strukturiert ist? Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einer Kegelbahn
und sie werfen die Kugel, aber sie sehen nicht, was auf der Kegelbahn passiert. Sie sehen auch nicht, was für Kegel dort drauf sind. Sie sehen nur, wie ihre Kugel hinten wieder rauskommt. Und diese Kegelbahn ist so eine Blackbox und das ist das Atom. Und Herr Rutherford hat als Blackbox eine Goldfolie genommen und hat diese eben mit geladenen Teilchen diese Teilchen beschleunigt und durch diese Goldfolie fliegen lassen. Und das hat er beobachtet. Also einige Kugeln gingen einfach gerade durch, ohne abgelenkt zu werden. Andere wurden sehr stark abgelenkt in alle Richtungen. Und stellen Sie sich vor, Sie sind auf der Kegelbahn, Sie werfen die Kugel und die Kugel kommt geradewegs zurück zu Ihnen. Was schließen Sie auf die Verteilung der Kegel und auf die Art der Kegel auf der Kegelbahn? Okay, also Herr Rutherford hat dann gesagt, okay, die Ladung im Atom, die muss sehr konzentriert sein, sehr kompakt, auf einem Punkt. Und es muss sehr viel Leerraum haben, weil die meisten dieser Teilchen sind einfach durchgeflogen. Einige wenige wurden sehr stark abgelenkt. Und das ist, weil sie nahe bei diesem Atomkern durchgegangen sind und dort so eine Wechselwirkung durchgemacht haben. Und von daher haben wir unser Bild des Atoms, haben Sie sicher schon viel gehört. Die Materie besteht vor allem aus leerem Raum. Also Sie haben hier einen kleinen Atomkern und dann der nächste Atomkern ist sehr weit entfernt und zwischen den Atomkernen ist sehr viel leerer Raum. Okay, und jetzt gehen wir weiter. Wir schauen jetzt in diesen Atomkern rein. Dort hat es verschiedene Kernbestandteile, das wusste man schon wegen der Radioaktivität. Und jetzt wollen wir wissen, ob diese Teile im Atomkern drin, ob die selber elementar sind oder nicht. Dort drin hat es Protonen und Neutronen und das ist das, was wir heute im CERN in Genf machen. Sie haben vielleicht schon von diesem Experiment gehört, das ist so ein Ring mit einem Durchmesser von 10 Kilometern und dort werden ganze Wolken von Protonen, das sind die positiv geladenen Kernbausteine, die werden in eine Richtung beschleunigt und dann eine andere Wolke wird in die andere Richtung beschleunigt und diese, wenn sie dann zusammentreffen, machen sie irgendwelche Reaktionen. Und jetzt habe ich etwas übersprungen. Man hat mit einem anderen Experiment schon herausgefunden, dass diese Protonen eben selber nicht elementar sind, sondern aus sogenannten Quarks bestehen. Und diese Quarks kann man leider nicht essen. Man kann sie nicht einmal einzeln beobachten, sondern nur im Verbund von 2 oder 3 Quarks. Ein Proton besteht aus 3 Quarks. In unserer Experimentieranlage bleiben immer nur 3 Quarks hängen oder 2 Quarks als Teilchen. Trotzdem sind wir total überzeugt, wir Physikerinnen und Physiker, dass diese Quarks existieren, obwohl sie nie einzeln beobachtet werden können. Und genau das ist es, was ich an der Physik so liebe. Man kann sich so verrückte Gedanken machen und wird dafür bezahlt. Okay, also wir haben jetzt diese Protonen, die bestehen je aus 3 Quarks und wir lassen die in diesem Ring in Genf kollidieren und schauen, was passiert. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass das ziemlich kompliziert wird, denn wir wissen ja nicht, welches Quark aus dem einen Proton mit welchem Quark aus dem anderen Proton was für eine Reaktion durchgemacht hat und so weiter. Also da entstehen Tausende von Teilchen und es gibt unglaublich viele Messdaten und meine Aufgabe als theoretische Elementarteilchenphysikerin ist es, zu versuchen, irgendwelchen Sinn, irgendwelche Theorien zu entwickeln, die das erklärt. Ich sehe schon, es wird langsam knapp. Mal schauen, wie ernst Sie es meinen. Das nehme ich okay. Als Herausforderung. Also ich hoffe, dass ich Sie angemessen verwirrt und Ihr Interesse geweckt habe und überlasse es jetzt Ihrem Schicksal. Vielen Dank. Ein Riesenapplaus für Mo. Und weiter geht es Schlag auf Schlag mit unserer nächsten Slammerin.
Sie hat Geschichte in Österreich studiert und macht ihre Doktorarbeit im Institut für Vergleichende Religionswissenschaften hier in Fribourg. Und ich muss sagen, der Titel des Slams, ich finde es ein wunderschöner Titel. Bitte einen Riesenapplaus für einen Titel, ein Slam mit dem Titel Das Rote Kreuz, eine Heldinnengeschichte. Und Julia Marzone. Also, hallo. Genau, ich gebe mal ein Bild aus dem Weg. Also, willkommen zu meinem Vortrag, Das Rote Kreuz, eine Heldinnengeschichte. Hier sehen Sie den Arbeitstitel meiner Doktorarbeit, die religiösen Wurzeln der Rotkreuzbewegung und deren Rezeption in nichtchristlichen Kulturen. Ja, also das Rote Kreuz ist hier in der Schweiz schon bekannt, oder? Also davon kann ich ausgehen, aber der Rest so. Also habe ich mir gedacht, das Ziel vom Science Slam ist doch, ein komplexes Thema, ein komplexes akademisches Thema verständlich und unterhaltsam rüberzubringen. Was ist verständlicher als eine Geschichte? Was ist unterhaltsamer als eine Bildergeschichte? Und deshalb gibt es jetzt dieser Vortrag mit exklusiven Bildern von mir. Ich hoffe, sie gefallen. Das ist jetzt eine Heldengeschichte, beziehungsweise eine Heldinnengeschichte. Das Rote Kreuz ist unsere Heldin. Und bevor jemand ein vollwertiger Held wird oder eine vollwertige Heldin, muss man drei Voraussetzungen erfüllen. Eine legendäre Geburt, Zeit des Lernens oder eine Ausbildung und eine letzte Prüfung. Dann ist man ein richtiger Held. Gut, kommen wir zur legendären Geburt. Es ist 1859 in Solferino, ist das grausamste Schlachtfeld des 19. Jahrhunderts. Es ist ein Kampf, der auf 16 Kilometern stattfindet. Die Front ist riesig, die Verwundeten liegen überall, es sind Hunderttausende, die Armeen sind schon längst weitergezogen und mittendrin ist Henri Dunant. Oh, Entschuldigung. Ah. Und mittendrin ist Henri Dunant, dieser Mann in Weiß. Er ist ein Genfer Geschäftsmann, gerade auf der Durchreise durch Italien und kommt vorbei an diesem Schlachtfeld und ist total am Boden zerstört von diesem Elend hier. Er trommelt die Leute, die, vor allem die Frauen aus den ganzen umliegenden Dörfern zusammen und versorgt mit ihnen die ganzen verwundeten Soldaten und er plädiert dafür, alle Soldaten unterschiedlicher Nationen, unabhängig davon, zu versorgen. Und diese, angesteckt von dieser radikalen Idee, nehmen sie dann alle diesen Schlachtruf der Samariter auf, tutti fratelli, und versorgen eben diese Verwundeten. Es kommt dann, diese Heldentaten werden dann durch ganz Europa verbreitet. Dunant wird dann relativ bekannt und er und vier seiner Landsleute gründen dann das Internationale Komitee der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege. Okay, langer Titel. Wir sehen hier die Geburtsväter, die Gründerväter. Wir haben Dunant in der Mitte mit der kleinen Organisation im Arm, das ist das Rote Kreuz. Und die PR-Abteilung vom Internationalen Komitee der Hilfsgesellschaften für die Verwundetenpflege hat sich gedacht, das ist ja ein blöder Name, das können wir auch gar nicht abkürzen. Und deswegen wurde das Internationale Komitee des Roten Kreuzes. Hier haben wir unsere kleine Heldin, sie hat einen schönen Namen, der sich gut abkürzen lässt. Und auch eine Mission, nämlich die, sich um die verwundeten und kranken Soldaten zu kümmern. Wir kommen jetzt zur Ausbildung, zur Zeit des Lernens. Das ist was Leichtes auf in Europa, denn die europäischen Herrscher sind ja für ihre Kriegslust in diesem Jahrhundert noch relativ bekannt. Also hier haben wir das Bild, wo die deutsch-französische Freundschaft mal wieder handfest geworden ist. 1870, und das sind französische Soldaten, die gerade vom Roten Kreuz abtransportiert werden. Teil der Ausbildung sind zwei Sachen, die das Rote Kreuz lernen muss. Einmal etwas über sich selbst und einmal etwas über die Mitgliederanwerbung. Die Sache über sich selbst wird sie lernen, lernen sie dann 1877 beim Russisch-Osmanischen Krieg. Da entdeckt sie nämlich, dass das hier passiert auf dem Schlachtfeld. Die Osmanen mögen dieses christliche Symbol nicht. Sie sind sehr wütend darüber, dass das überall steht. Und die blöden Leute, die tragen das auch überall und versuchen, ihre Soldaten hinter den Linien zu ziehen, obwohl es nicht ihre eigenen Linien sind. Und sie verstehen das alles nicht. Und die Genfer, das ist ihre KRK, kann ihnen das nicht erklären. Sie haben auch keinen eigenen offiziellen Grund dafür, warum das jetzt ausgerechnet ein Kreuz ist. Und sie möchten sagen, ja, es ist eigentlich nicht christlich, aber ja, das glaubt man ihnen also nicht.
Und deswegen kommt der russische Zar zur Hilfe. Das ist Alexander II., der Fesche. Der erfindet, der fabuliert die Geschichte, ja, also es ist überhaupt nicht religiös motiviert, oder, also kein religiöses Symbol, natürlich, das Kreuz bedeutet so vieles anderes, nämlich die Neutralität der Schweiz. Und das ist die umgekehrte Schweizer Flagge und das glauben ihm alle und jetzt ist alles toll und dann kriegen die Osmanen, attackieren jetzt auch nicht mehr die Sanitäter und sie kriegen sogar ein eigenes Symbol, das auch nicht religiös konnotiert ist, nämlich den roten Halbmond. Und den haben jetzt die meisten islamischen Länder und statt dem Kreuz. Gut, erste Lektion gelernt. Dann kommt die zweite Lektion. Die zweite ist auch eine Auslandserfahrung, das ist Japan. Japan nämlich ist das fortschrittlichste Land überhaupt. Um 1900, während die USA noch gar kein rotes Kreuz hat, hat Japan 1905 schon 1 Million Mitglieder im Roten Kreuz. Das ist schon sehr fortschrittlich. Also lernen die Europäer und die westlichen Länder noch was von ihnen. Und Japan macht das ganz schlau, statt zu sagen, mach doch mit bei uns, das ist aus religiösen Gründen gut, sagen sie, es ist ein Dienst fürs Vaterland. Und das kommt bei den Japanern eben sehr gut an. Also das Kaiserhaus ist der Patron vom Roten Kreuz. Also wenn jemand ein Japaner Mitglied ist beim Roten Kreuz von Japan, dann ist er auch im gleichen Verein wie der Kaiser. Und das bedeutet für Japaner schon, also das beeinträchtigt sich schon immens. Und dann haben wir sie machen auch Werbetouren, das japanische Rote Kreuz. Und dann zeigen sie Bilder wie dieses hier, das ist die Kaiserin Shoken. Und die verteilt von ihr selbst handgemachte Bandagen an die Generäle. Das wird dann ein Riesentrend, vor allem unter den weiblichen Adeligen, sodass sich Japan in den nächsten 10, 20 Jahren keine Sorgen machen muss um die Versorgung von Verbandsmaterial. So, zweite Lektion gelernt. Jetzt kommen wir zur letzten Prüfung. Die Härteprüfung, die die Heldin überstehen muss. Das ist natürlich 1914, der Erste Weltkrieg. Diese fatale Katastrophe, die weltweit Millionen Tote, Verwundete, Vermisste und Invalide hinterlässt. Und das IKRK in Genf bemüht sich sehr, alle Spenden zu verteilen, die Vermissten zu versuchen und die verfeindeten nationalen Gesellschaften zur Zusammenarbeit zu bringen. Aber es läuft zur Hochform aus. Also es gibt Millionen von Rotkreuz-Krankenschwestern, es gibt schwer motorisierte Krankentransporte, es gibt Aufrufe, jede Menge Aufrufe, nicht nur für Geld, sondern auch zur aktiven Mitarbeit. Und das Beste natürlich, es gibt Rotkreuzhunde. So, die Ausbildung ist geschafft, sie ist ein vollwertiger Held, unser Rotes Kreuz. Und jetzt was nun? Ja, in der Zeit nach dem Krieg passieren jede Menge schreckliche Dinge, die nichts mit Krieg zu tun haben. Also wir haben hier Naturkatastrophen, wir haben Hungersnöte, ganz schreckliche Sachen und die Leute denken sich vom Roten Kreuz, ja, wir haben hier dieses Spendengeld, wir haben hier diese Bandagen, wir haben hier die ausgebildeten Sanitäter und die Krankenschwestern und wir bewahren das alles auf bis zum nächsten Krieg. Man könnte doch etwas davon für die zivilen Opfer abspeisen, dann hat man sich mit dieser radikalen Idee hat man sich abgefreudet. Und 1920 dann, also erst, die zweite Organisation gegründet. Das ist dann die Internationale Föderation der Rotkreuz- und Rothalbmondgesellschaften. Das ist die zweite Heldin hier. Und jetzt sind sie die Hauptakteurinnen, die Heldinnen sind unsere Hauptakteurinnen auf dem humanitären Krisenfeld weltweit. Und sie retten tagtäglich ein Stück Welt von uns und wir sollten sehr froh sein, dass dieses Stück Heldentum aus der Schweiz kommt. Und ja, ich hoffe, euch haben meine Bilder gefallen und seid ein bisschen schlauer um das Rote Kreuz. Vielen Dank, Julia. Also wen die Bilder beeindruckt haben, Julia hat mir noch aufgeschrieben, dass sie auch gerne zeichnet, also vielleicht sind die auch zum Verkauf. Ich weiß es nicht. Okay, als letzter Slammer vor der Pause möchte ich jemanden begrüßen, der hier jetzt eine Premiere hat. Sein erster Slammer ist 25 Jahre alt, Student Psychologie und Kampfkunstexperte.
Was für eine Kombination. Bitte mit einem Riesenapplaus, Sergej! Guten Abend. Vielleicht zuerst noch kurz, ich habe ja diese Installation kurz bestaunen dürfen und ich würde sagen, wenn noch ein bisschen farbiges Licht hineinkommen würde, bräuchte man auch gar keine Drogen mehr zu nehmen. Ist ziemlich geil. Auf jeden Fall, ich werde euch etwas erzählen über Drogen, neuronal und behavioral. Wo ist denn? Okay. Danke. Vielleicht nur, dass ihr es wisst, behavioral heißt Verhalten. So. Okay. Gut, als erstes Mal müssen wir zuerst wissen, was ist Bewusstsein? Jetzt gibt es hier so der klassische Bewusstseinsgrafik. Wir sehen jetzt hier unten, das wäre dann so überhaupt kein Bewusstsein, so im Koma. Das ist dann der Tiefschlaf und hier wäre irgendwo Wachzustand. Ist auch eine ziemlich leistungsorientierte Grafik. Also hier wäre dann irgendwo normale Leistungsfähigkeit. Hier wäre sehr hohe Leistungsfähigkeit. Ja, so viel dazu. Nun wird das Bewusstsein sehr stark beeinträchtigt durch unsere biochemischen Stoffe. Wir sehen hier so die berühmtesten. Das sind die drei berühmten Glücksstoffe, Dopamin, Serotonin, Oxytocin. Dopamin, das ist der Belohnungsstoff, Serotonin wird oft mit Emotionen in Zusammenhang gebracht. Oxytocin nennt sich auch das Kuschelhormon. Hier Noradrenalin und Adrenalin, das sind so die Stoffe des Stresses, so Stresssystem. Und dann sehen wir verschiedene Zustände und die Konzentration dieser Stoffe. Also wir haben bei Schizophrenie sehr, sehr viel Belohnungsstoffe. Das führt dann auch zu Halluzinationen. Glücklichkeit haben wir sehr viel Serotonin. Depression ist quasi Funkstille, da läuft gar nichts. Liebe sind alle Glücksstoffe aktiv und dann eben wie gesagt die Stresshormone, die dann sehr hoch sind unter Stress, versteht sich. Nun zum eigentlichen Teil meines Vortrags, Drogen und ihre Effekte. Hier eine kleine Illustration. Ich habe schon ziemlich gestaunt, was man alles im Internet findet, wenn man einfach nur Trip eingibt. Okay. Als erstes werde ich euch etwas über Kokain und Amphetamine erzählen. Das sind sogenannte Dopaminagonisten. Es ist ein sehr populärer Stoff, auch in einer Leistungsgesellschaft wird es sehr oft konsumiert, von Bankern, auch Akademikern. Man verschreibt diese Stoffe auch gerne Kindern und Jugendlichen, wenn sie in der neuronalen Entwicklung etwa 2-3 Jahre hinterher sind und die Lehrer nicht klarkommen und die Eltern bessere Noten wollen. Oh, was ist jetzt los? Okay, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich weiterfahren soll. Okay, gut. Was speziell ist an diesen Stoffen ist, sie wirken unheimlich direkt auf das Belohnungssystem. Nicht so intensiv, dass man Halluzinationen kriegt, aber dass es die Konzentration fördert. Interessanterweise sind das auch dieselben Stoffe, die für die Motorik zuständig sind. Das heißt, im Klartext, bei akuter Einnahme fühlt man sich wach und konzentriert, bei häufiger chronischer Einnahme gibt es kognitive Defizite und stereotypes Verhalten. Nun, was heißt jetzt stereotypes Verhalten? Das heißt nicht, dass der klassische Kokaindealer aus der Bronx anfängt zu rappen, sondern stereotypes Verhalten steht in Wikipedia im klinischen Bereich bezeichnet Verhaltensanomalien in Form von wiederholten und ständig gleichbleibenden Handlungen ohne Ziel oder Funktion, die der konkreten Umweltsituation nicht entsprechen und häufig zwanghaften Charakter tragen. Um das jetzt zu illustrieren, habe ich hier ein kleines Video parat gemacht. Wir können da mal kurz reinschauen oder nicht. So. Es geht nicht. Aber ich habe es vorher probiert, das ist gegangen. Komisch. Oh. Oh. Also,
Was ihr hier sehen würdet, ist ein Mann an einer Party. Er hat hier auch einen Stoppschild aufgestellt und er macht ständig diese Bewegungen, immer sehr wiederholend im Rhythmus. Also er hat das Stoppschild hier aufgestellt und er muss das auch schon ziemlich lange machen, weil er hat hier ein ganzes Loch gegraben mit diesen Bewegungen. Ist also eine typische Verhaltensanomalie, auch nicht wirklich zielführend. Und ja, ich hoffe, ihr wisst jetzt in etwa, was stereotypes Verhalten ist. Nun zu den Opiaten. Ist auch sehr ein populärer Stoff, wird auch oft in der Medizin verwendet, ist schmerzreduzierend. Ja, und ich werde jetzt kurz erklären, was da passiert. Es wirkt nur indirekt auf das Belohnungssystem, auch wenn sie sehr, sehr abhängig machen. In erster Linie wirken sie über die Endorphine. Und Endorphine sind Stoffe, die die mentale Orientierung und Aufmerksamkeit lenken. Also, und gleichzeitig wird der Thalamus beeinträchtigt. Das ist die sogenannte Telefonzentrale des Gehirns. Das heißt, es kommt keine Information mehr rein. Und trotzdem ist die Aufmerksamkeit sehr stark aktiviert. Was heißt das im Klartext? Das heißt, wenn das aufhört zu wirken, dann ist eure Aufmerksamkeit auf den nächsten Schuss gerichtet. Okay. Und eben, wie gesagt, es ist schmerzstillend. Dann Alkohol. Alkohol, entgegen den Verhaltensmerkmalen, wirkt Alkohol. Zuerst einmal, die meisten Stoffe wirken indirekt über das Belohnungssystem. Aber es wirkt sehr stark hemmend. Das sieht man hier in den grünen Bereichen. Das sind all die Bereiche, die dann heruntergefahren werden in ihrer Funktion. Das fängt dann an mit Lallen. Geht dann weiter zu Gleichgewichtsproblemen und so weiter und so fort, bis man irgendwann einfach im Koma liegt. Dann geht überhaupt nichts mehr. Ist auch schmerzstillend. Vielleicht sind einige Western-Fans hier mit der Schusswunde. Vielleicht habt ihr das Bild noch im Kopf, vor dem Desinfizieren mal einen ordentlichen Schluck und dann... Okay? Ja. Dann Cannabis. Wird ja oft politisch so verglichen mit Alkohol. Was die meisten Menschen nicht wissen, ist, es hat eine sehr hohe Ähnlichkeit mit Alkohol in der Wirkung. Es wirkt auch hemmend auf den Frontallappen, das Gleichgewichtssystem und Gedächtnisbereiche. Also viel Hemmung. Was jetzt der Unterschied ist, ist, es wirkt auch sehr, sehr stark auf das Belohnungssystem. Und das wirkt dann anregend für Kognition. Jetzt anregend ist nicht zu verwechseln mit steigernd. Ihr habt dann vielleicht super Ideen, aber die Umsetzung, dafür ist dann zu viel gehemmt, okay? Okay. Nun, Nikotin wird auch sehr viel konsumiert hier in der Schweiz, wirkt auch indirekt auf das Belohnungssystem, aber über ähnliche Pfade wie Opiate. Deswegen ist es auch sehr stark suchterregend. Im Allgemeinen wirkt es unglaublich stimulierend auf das gesamte Gehirn. Hier ist alles in grün eingezeichnet. Also das steigert dann sogar in Leistungstests das Gedächtnis und das Denken. Wenn es nicht so schlecht wäre für die Lunge, wäre es eigentlich ein geiler Stoff. Nun kurz zu den psychedelischen Drogen. Da wird das Ganze dann sehr, sehr abstrakt. Die wirken vor allem über das Serotonin. Wie gesagt, Stoff der Emotionen, auch der Träume und auch sehr starke indirekte Aktivierung des Dopamins, Halluzinationen und so weiter. Interessanterweise, was jetzt hier passiert, ist etwas, das eigentlich sonst nur in Traumzuständen passieren. Das heißt, wenn wir die Welt sehen, dann wissen wir eigentlich so, das ist die Realität, weil die Kontrolle von vorne über die Sinnesorgane herrscht. Diese Kontrolle wird dann unterbrochen und das stellt sich dann so die Frage, denke ich schon? Und Frontallappen fragt dann, ja, was siehst du denn dann schon? Ja, ist sehr kompliziert. Gut, zusammenfassend, es gibt Bewusstseinszustände, die moduliert werden über bestimmte chemische Stoffe. Das gibt dann verschiedene Modus, also verschiedene Zustände des Bewusstseins. Diese Zustände können entweder anregend oder hemmend sein.
Das ist dann das Aktivierungsniveau. Hemmungen, Aktivierung lenken Wahrnehmung entweder nach innen oder nach außen. Also viel Information von außen rein oder es ist blockiert. Das heißt, Fazit, Bewusstsein ist ein multidimensionales Konzept und nicht eine Leistungslinie. Da gibt es dann Hobsons Zustandsraum. Der besteht aus diesen drei erwähnten Achsen, Aktivierung, Input und Modus. Und dann kann man eigentlich verschiedenste Bewusstseinszustände in diesem Raum darstellen. Wir haben hier ganz unten Koma, da ist nichts am Laufen. 15 Sekunden. Okay. Der REM-Schlaf hat keinen Input von außen, aber man sieht viel, Halluzinationen, Wachzustand, das ist es dann schon. Und jetzt zu meinem Schlusswort, was können wir von diesem ganzen Vortrag mitnehmen? We are still confused, but on a higher level. Danke. Applaus für Sergej. Und nachdem, dass wir nun endlich wissen, was Nikotin und Alkohol eigentlich in unserem Gehirn macht, machen wir 15 Minuten Pause. Wir laden euch ein, das alles auszuprobieren an der Bar oder draußen an der frischen Luft. Wir sehen uns um 10 nach wieder hier und dann geht es weiter. Bis später. Willkommen zurück zum zweiten Teil. Es ist jedes Mal sehr schön zu sehen, dass die Leute wieder reinkommen nach der Pause. Willkommen zurück. Es geht gleich weiter mit einer weiteren Slammerin. Sie ist in Deutschland geboren, aber in den Niederlanden aufgewachsen. Sie hat an der Technischen... Ja, das verzeihen wir ihr. Nein, an der Technischen Universität in Eindhoven hat sie Chemistry and Chemical Engineering. Chemistry and Chemical Engineering studiert. Und ja, seit 2 Jahren doktoriert sie hier in Freiburg. Bitte mit einem riesigen Applaus, Laura Neumann! Ja, guten Abend alle. Wie gesagt, freut mich auch, dass ihr alle wieder reingekommen seid hier zu der nächsten Runde. Wie gesagt, ich bin Laura und ich möchte euch heute Abend gerne was zu intelligenten Kunststoffen erzählen. Oder eigentlich vielmehr, wie die Chemie gebrochene Herzen heilt. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, da ist nämlich das Wort Chemie im Titel und da gucken manche schon so ein bisschen verwirrt, oh Gott, das wird ja mega schwierig. Woran denkt ihr denn bei dem Wort Chemie? Also manche erinnern sich vielleicht an die Schulzeit, wo man irgendwelche Proben durchführen musste, die man eigentlich nicht wirklich verstanden hat. Oder aber auch, dass die Chemie unglaublich stinkt. Und für die, wo die Schulzeit schon ein bisschen länger her ist, die denken vielleicht vor allem an diese chemische die Schornsteine und die ganze Umweltverschmutzung. Da machen Chemiker doch wirklich richtig spannende Sachen. Fragen wir doch Google mal, was macht denn ein Chemiker? Also Chemiker gucken sich gefärbte Kolben an. Gucken wir mal ein bisschen weiter. Ja, findet man einmal Frauen, die sich gefärbte Kolben angucken. Aber generell ist Google sich da ziemlich sicher, Chemiker gucken sich gefärbte Proben an. Und was ich euch heute Abend gerne zeigen möchte, ist, dass das zwar auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen langweilig ist, dass es eigentlich aber extrem interessant ist und uns extrem viele neue Anwendungen geben kann. Und wie gesagt, das Ganze machen wir mit dem Beispiel, wie die Chemie gebrochene Herzen heilt. Also Herz haben wir alle, wisst ihr alle, ist hier irgendwo im Oberkörper, klopft da ruhig vor sich hin, pumpt das Blut durch den Körper, ist heute Abend nicht wirklich wichtig. Was aber wichtig ist, sind diese Herzklappen, die da im Herz drin sind. Und für das Pumpen vom Herz ist es wirklich wichtig, dass diese Klappen gut schließen. Funktioniert meistens gut, manchmal nicht ganz so gut. Und früher hat man dann auch Herzklappenimplantate gekriegt aus Schweineherzen. Inzwischen weiß man aber, dass die Chemiker das wesentlich besser hinkriegen und benutzen wir Kunststoffherzklappen. Jetzt haben diese Kunststoffherzklappen das Problem, was viele Kunststoffmaterialien haben. Irgendwann werden die schwach, zerreißen die, zerbrechen die. Und bei Herzklappen ist das wirklich katastrophal. Also das darf auf keinen Fall passieren. Und die Chemiker haben sich da 2 gute Lösungen ausgedacht, die ich euch heute Abend gerne vorstellen muss. Einerseits ist es die Selbstheilung, also wie so kleine Schnittwunden können die Materialien sich selber heilen. Oder aber auch ein Warnzeichen von sich geben, Vorsicht, pass auf, ich werde gleich zerreißen, bitte wechsle mich. Und das Coole an diesen Sachen ist, dass wir die machen können mit ganz normalen Kunststoffen, die ihr alle aus dem Alltag kennt, wo wir dann diese Funktionen einbauen werden. Also gucken wir uns doch mal diese Kunststoffe an. Wie gesagt, ihr kennt sie aus Spielzeug, aus Plastiktaschen oder auch die ganzen PET-Flaschen, die zu Hause in der Wohnung rumstehen. Und wenn wir uns diese Kunststoffe mal ein bisschen näher angucken und unter das Mikroskop legen, dann sehen wir, dass sie eigentlich so aussehen wie Spaghetti, wie so ein Einkaufsbeutel zum Beispiel.
oder auch ungekochte Spaghetti bei einer harten Brotdose. Manchmal sehen sie richtig schön geordnet aus und teilweise gibt es die Spaghetti auch mit Soße. Schmeckt nicht nur besser, sieht auch besser aus und macht das Ganze ein bisschen geschmeidiger. Jetzt wisst ihr alle bestimmt, dass manche Leute gerne ihre Spaghetti schneiden. Tut mir leid, wenn ich jetzt irgendwelchen Italienern das Herz breche. Kommt hinterher zu mir, kriegen wir wieder hin nach dem Vortrag. Also, was ihr auch alle wisst, ist, diese Spaghetti werden nie wieder heilen. Wir können draufdrücken, wir können warten, bringt alles nichts. Also machen wir mal folgendes Gedankenexperiment. Wir nehmen so einen kleinen Spaghetti, versehen die mit Klettverschluss vorne und hinten und kleben die wieder zusammen. Also als vierjähriges Mädchen hätte ich das unglaublich genial gefunden. Jetzt bei den Erwachsenen hält sich die Begeisterung so ein bisschen in Grenzen. Aber überlegen wir doch mal ein bisschen weiter. Wie sieht es denn aus bei der Herzklappe? Die Herzklappe zerreißt, wir haben da aber diesen Klettverschluss drin. Deswegen reißt sie nicht wirklich, aber heilt sich wieder von alleine. Ganz schön cool, oder? Also wir brauchen nicht mal mehr Kleber, sondern das Herz heilt sich von alleine. In Grafiken sieht es dann etwa so aus. Also wir haben unser Herz, kann zerbrechen, man weiß nie, was im Leben passiert. Aber wenn man die Hälften wieder zusammensteckt, sieht es wieder ganz gut aus und funktioniert wieder so wie vorher. Oder aber auch in einer ganz einfachen Formel. Spaghetti mit Klettverschluss ist so ähnlich wie Netflix und ein Ben & Jerry's Schokoladeneis. Damit kann man alle Herzen heilen. In Materialien sieht es dann etwa so aus. Also wir haben hier unser Spaghetti mit Klettverschluss drin. Wir können es zerreißen, zerschneiden, zerbrechen, ist relativ egal. Haben dann zwei Stücke, können die wieder zusammenkleben, brauchen dafür also kleinen Klebstoff. Und wir haben das originelle Material wieder zurück, was genauso funktioniert. Machen wir es gleich nochmal, legen es unter das Mikroskop und gucken uns an, wie das auf molekularer Ebene aussieht. Und was ihr hier seht, ist, dass wir quasi diese Spaghettis mit Klettverschluss haben, die sich so wie kleine Hände zusammenhalten. Und wenn wir das Ganze zerschneiden oder zerbrechen, geht es kaputt. Wenn wir aber damit Licht drauf scheinen, suchen diese zwei Hände sich ihren originellen Partner zurück. Und wenn sie den originellen Partner wieder gefunden haben, halten sie zusammen und geben uns dann wieder das glatte Material, so wie wir es vorher hatten. Und es funktioniert wieder wunderbar. So viel zur Selbstheilung. Ich habe euch auch noch die Schadensdetektion versprochen. Also manchmal funktioniert es mit der Selbstheilung nicht ganz so gut. Also müssen wir den Schaden detektieren. Das funktioniert ganz ähnlich. Also wir haben wieder unser Spaghetti mit den Händchen dran. Daraus können wir unseres Material zusammenstellen. Und wenn wir dann anfangen, auf oben dran zu ziehen, dann halten die Hände erst noch fest. Aber irgendwann wird es ihnen zu viel und lassen sie los. Und dann gibt es hier so einsame Händchen in der Lösung oder im Material, die depressiv und einsam sind. Und die ändern dann halt die Farbe. Und diese Farbänderung ist für uns Chemiker extrem wichtig. Wir können jetzt nämlich sehen, Vorsicht, pass auf, das Material wird gleich zerreißen, bitte ersetze es. Gibt es solche Materialien wirklich? Ja, die gibt es wirklich. Hier zum Beispiel ein grüner Film. Und wenn wir dran ziehen, dann wird er orange, was so viel heißt wie Vorsicht, pass auf, ich zerreiße. Wenn man dann aber wieder loslässt, entspannt die Lage sich wieder und kommen wir wieder in den grünen Bereich. Oder so ähnlich, hier haben wir so einen Plastikknopf, sieht ein bisschen rötlich aus, kann man verwenden in seinen Materialien. Wenn man jetzt draufhaut, ändert sich die Farbe und wissen wir, Vorsicht, pass auf, der ist kaputt, nicht mehr verwenden, sondern auswechseln. Wäre doch auch eigentlich ganz cool, wenn wir es im Ballon herstellen können. Also wir blasen unseren Ballon auf und kurz bevor er platzt, ändert er die Farbe, was so viel heißt wie Vorsicht, genau, pass auf, Warnzeichen. Und wenn wir dieses blaue Warnzeichen ignorieren und trotzdem weiterblasen und weiterblasen und weiterblasen und weiterblasen, dann werden wir irgendwann den Ballon zerreißen. Genau. Also wie gesagt, ich habe euch die Schadensdetektion gezeigt. Vorher haben wir schon die Selbstheilung von gebrochenen Herzen gesehen. Ich habe also ein paar glückliche Pärchen im Publikum gesehen, die denken, gebrochenes Herz? Ich doch nicht. Passiert mir doch nicht. Also für euch habe ich auch gute Nachrichten. Es gibt da noch ein paar andere coole Anwendungen, wo wir diese Materialien benutzen können. Einerseits kann man sie einmischen in Autolacks, damit diese nervigen Kratzer sich von alleine heilen. Wir können sie einmischen in die Röhren, die wir unten im Ozean haben, damit bei einem Bruch das Öl nicht in den Ozean reinfließt, sondern die Röhre sich von selber heilt. Oder wir können es auch teilweise benutzen, um Sachen einfacher zu recyceln. Jetzt brauchen wir noch ein bisschen Zeit in der Forschung, um diese Materialien großflächig einsetzen zu können. Das heißt, wir müssen noch so ein paar Kinderkrankheiten beheben, noch ein bisschen Grundlagenforschung machen. Und erratet schon, ich verbringe relativ viel Zeit im Labor und gucke mir gefärbte Materialien an.
Also hatte Google im Endeffekt wohl doch recht. Ich hoffe aber, ich habe euch zeigen können, dass es nicht nur extrem viel spannender und extrem viel interessanter ist, als ihr vielleicht auf den ersten Blick gedacht habt. Dass es aber auch extrem wichtig ist, um neue Materialien zu entwickeln, neue Funktionen zu entwickeln und im Endeffekt all unsere gebrochenen Herzen zu heilen. Vielen Dank. Laura Neumann. Und wir gehen gleich weiter mit einem Herrn, der sein PhD an der ETH Zürich macht, aber in Basel. Und zwar zum Forschungsthema synthetische Biologie an Säugetierzellen mit biomedizinischem Hintergrund. Das klingt ziemlich spannend. Ich freue mich, dass er heute auf die Bühne kommt und uns vielleicht davon etwas erzählt. Mit einem herzlichen Applaus, Daniel Beuer! January 1939, a patent is issued to John T. Riddle, marking the start of our story. We begin with leather football helmets used in the 19th century and the beginning of the 20th. In the January 1939 patent issued to John T. Riddle of the company of the same name is the first polymer football helmet, offering increased protection to the players and being resistant to rot when they get wet. Now, you might not recognize these polymer football helmets, but I'm sure you will recognize these. In the coming years and decades, they overtake the football world in a storm, and soon everyone uses them. Now, you might assume, and you would be correct, that players are a lot more protected when they use these new polymer helmets. Now, what most people do not have in mind is that they also increase the frequency of concussions that people have, because of a frequency of collisions. Beginning in the 1950s, coaches see the advantage of these new helmets and start to advise their players to use them as a weapon. They use them in the technique called spearing, and basically they jump headfirst into the player or outright headbutt them. It's very effective, but it also causes a lot of concussions in the players. So why should we care about this? And we should care because there is a lot of research in the recent years, and we know this, that there is a significantly increased incidence in cognitive deficits and depressions among professional football players. And if you scan their brains, you see the aggregated proteins that cause these neural deficits in professional NFL players, which has been linked to increased amounts of concussion. And if you consider that most of the minors, at least in the United States, actively play football, this is a major issue. So is this a talk about football? And I would say not really. What I really want to drive home is the so-called Peltzman effect. The Peltzman effect, as postulated by Sam Peltzman, professor of economics at the University of Chicago, basically says that if your perceived level of risk decreases, your riskiness of your behavior increases. Because you have to see, from increase of safety, you don't get immediate benefits, you just have a lower frequency of accidents. Whereas, as you saw in the method of spearing, you have immediate benefits from an increase in riskiness in your behavior. This is why people trade in some of the safety they get from new technology to gain immediate benefits from a riskier behavior. Now, let me be very clear here. In the vast majority of cases, the increase in safety from the technology is far greater than the safety that people trade in for these risky benefits. So let me illustrate this with an everyday example. If you take a regular guy like Mario, he leads a normal life, dresses up, drives a car, but as soon as we give him a helmet, he engages in far more riskier behavior. And even though he's protected by the helmet, he's still exposed to more risk than before. So what implications does the Peltzman effect have for public policy? Enter the late Gordon Tullock, another professor of economics, which research area he handles is, of course, public policy. And he is thinking, okay, how can we use this Peltzman effect in public policy?
Because if the Pelsmann effect is true, meaning a decreased perceived level of risk, meaning a riskier behavior, the opposite is true as well. So if your perceived level of risk increases, your behavior gets less risky. So he comes up with a thought experiment, the so-called Tulloch spike. And it goes like this. You basically position a metal spike on top of your steering wheel. So every collision you will have will be lethal. Just imagine how much slower you would drive, how much more careful you would be. Now, I don't want to suggest to actually put these spikes in cars, but you get the point. So before we get to public policy, let me first demonstrate to you that the Pelsmann effect actually exists. For example, Dagen Age, the day age, standing for Höga Trafikomläggningen. It's a specific day in Sweden, the 3rd of September 1967. In the span of a single day, Sweden changes from driving on the left lane to driving on the right lane. And I guess you can imagine this creates a bit of chaos. But what most people do not imagine is that the frequency of road traffic accidents is a bit counterintuitive here. Because if you look at the data, precisely in 1967, you have less road traffic accidents and deaths than in previous years and the next years. Meaning you have a scenario where you have an increased perceived risk level, increased uncertainty, so people take a lot more care, and therefore you have less deaths. And afterwards, it's just the new normal state, and people don't see it as an increased risk level anymore. Same thing happens in Iceland. Here it's called Egridagurin. We are basically 1 year later, we are 1968. Iceland is a bit smaller than Sweden, so you have less chaos. But still, 1968 is the second safest year in terms of road traffic deaths in Icelandic history. This is not only true for cars, it's also true for a sport we all know, skiing. So what you definitely know is that a skiing helmet protects you from injuries like in accidents like this. What you might not know is that having a helmet actually increases your risky behavior just as the Pelsmann effect would have predicted. So the solution is, of course, not to remove the helmet, because as I told you, the net safety benefit that you get is still higher than before you get the improvement through the technology. But what you can do is you can cleverly, selectively remove the helmet. And this is what researchers did. They removed the helmet, but only during training sessions. So players learned to protect their vulnerable head. They learned the techniques and methods involved with this. And then in the game where they actually wore the helmet, they got the safety benefit, but they still deployed the tactics that they learned in their training. So you have your cake and you can eat it too. So this is not only true in sports, this is used in public policy. This is the concept of shared space from a picture in England. Basically, you remove signs from streets, you remove the distinction where people walk and where cars drive, and thereby you increase the level of perceived risk, you increase uncertainty, and studies show that cars drive slower and there are less traffic accidents. So to conclude, the methods that I presented are not meant to manipulate or to restrict the behavior of people. They're rather tools to make a framework for safety and also to make our environment and our world a better and safer place. Thank you. Daniel. Bevor wir jetzt zu den letzten zwei Slammen kommen und dann zur finalen Abstimmung, machen wir noch eine kurze Pause, 5 Minuten, und dann sind wir zurück. Okay, wir kommen zum letzten Teil des heutigen Slams, und ich darf Michael Fischer auf die Bühne bitten. Er hat Physik studiert und war dann eine Zeit lang im Ausland, und ihn hat es dann nach Fribourg gezogen. Und hier promovierte er am Adolphe Merkle Institut über Nanostrukturierung und Batteriematerialien. Bitte einen herzlichen Applaus für Michael. Vielen Dank. Erstmal vorweg. Für die, die sich das noch nicht angeschaut hatten, sollten das auch mal nachher auf der Bühne hier anschauen. Der Versuch, der leider im ersten Teil nicht geklappt hat. Ist ziemlich cool. Ah ja, vielen Dank.
Hallo Freeborg. Wie geht's? Geht's gut? Das kriegen wir noch ein bisschen besser hin. Ich versuche heute etwas darüber zu erzählen, wie man mithilfe von der Nanotechnologie und mithilfe von Schweizer Käse Batterien besser machen kann. Und ich bin Experimentalphysiker, wie das jetzt schon mal angedeutet wurde. Und wir Experimentalphysiker, wir sind eigentlich ziemliche Nerds. Aber wenn man uns auf die Bühne stellt, denken wir wären Rockstars. Deswegen probieren wir jetzt ein paar Sachen. Ich sag Schweizer und ihr sagt Käse. Schweizer! Käse! Sehr gut. Und jetzt komplizierter. Ich sag Lithium-Ion und ihr sagt Batterie. Lithium-Ion! Batterie! Ja, super. Das klappt doch schon mal. Und als erstes, als Experimentalphysiker, zeige ich ein Experiment. Und vielleicht haben sich manche von euch schon gefragt, was passiert eigentlich, wenn ich einen Nagel in eine Batterie schlage? Und die Herren hier haben sich das auch gedacht. Oh, gibt's das mit Ton? Das ist spannender mit Ton. Also aus diesem Experiment lernen wir drei Dinge. Erstens, ist keine gute Idee, einen Nagel in eine Batterie zu schlagen. Zweitens, in so einer Batterie steckt offensichtlich viel Energie, wie man anhand der Explosionen des Feuers sieht. Und drittens, diese Energie, die wollen wir kontrolliert abrufen und nicht unkontrolliert, wie man hier sieht. Und die Frage stellt sich natürlich zunächst, wofür brauchen wir denn eigentlich Batterien? Und wie ihr sicher alle wisst, ohne leistungsfähige Lithium-Ion! Sehr gut. Gäbe es keine Smartphones und Laptops, all das gäbe es nicht. Und die werden immer wichtiger, auch in der Zukunft zum Beispiel, wenn wir erneuerbare Energien speichern wollen oder für die Elektromobilität. Und diese neuen Anwendungen, die haben neue Anforderungen an unsere Batterie. Die sollen immer länger halten, die sollen sich auch immer schneller laden können. Und das Ganze, ohne dass das Gleiche passiert wie bei Samsung. Und wichtiger noch, unsere Autos, die sollen schnell die Energie abrufen und die sollen auch möglichst schnell elektrisch getankt werden können. Im Endeffekt wollen wir kein elektrisches Auto, das so ausschaut, sondern lieber so. Und das versuche ich heute ein bisschen darzustellen. Wie können wir diese Batterien besser machen? Und zunächst müssen wir natürlich mal verstehen, wie funktioniert so eine Lithium-Ionen-Batterie denn eigentlich? Und wie man hier schon sieht, eine Lithium-Ionen-Batterie heißt Lithium-Ionen-Batterie, weil was sich in der Batterie bewegt, das sind Lithium-Ionen. Hier als kleine gelbe Punkte dargestellt. Und diese Lithium-Ionen, die wandern von einer Seite zur nächsten und genauer genommen wandern sie von einer Elektrode in die andere. Und diese Elektroden, die sind jetzt verschiedene Materialien, zum Beispiel Graphit hier oder ein Metalloxid hier. Wichtig ist nur, Lithium-Ionen kommen von der einen in die andere. Und um dorthin zu kommen, wandern sie durch einen Elektrolyt. Und der ist hier in rosa dargestellt. Und dieser Elektrolyt zwingt die Elektronen jetzt durch einen externen Schaltkreis, wo sie ein Auto betreiben oder ein Smartphone. Aber die Lithium-Ionen, die wandern innerhalb der Batterie von einer Elektrode in die nächste. Aber jetzt ist es sicher so, dass ihr euch schon längst fragt, was hat das eigentlich zu tun mit Schweizer? Käse! Sehr gut. Und das möchte ich jetzt im Folgenden motivieren. So eine Elektrode, das ist ein festes Material. Stellen wir uns hier mal in Rot als Brocken vor. Der Elektrolyt, der ist meistens eine Flüssigkeit. Und jetzt ist es so, unsere Lithium-Ionen, die gelben Smileys hier, die bewegen sich sehr gut im Elektrolyten, aber in der Elektrode fühlen sie sich nicht so richtig wohl, da ist ihre Bewegungsfähigkeit sehr langsam. Ja, kaum kommen sie in die Elektrode, geht es ihnen gar nicht gut. Und tatsächlich so ist es so, in den meisten Batterien sind diese Elektroden relativ große Brocken und die können wir uns einfach mal so vorstellen wie den Gruyère-Käse, den wir hier so lieb gewonnen haben. Und jetzt ist die Idee, was wir machen, mit Hilfe der Nanotechnologie, wir machen diese Elektroden porös. Wir geben ihnen eine nanoporöse Struktur, sodass der Elektrolyt und damit auch die Lithium-Ionen in alle Teile der Elektrode möglichst schnell hineingelangen, wie hier dargestellt. Ja, klappt viel besser und zack, sind sie schon viel weiter drin im Material. Und so eine löchrige Struktur, die erinnert natürlich an den Emmentaler. Und dass das jetzt nicht bloß eine sehr weit hergeholte Analogie ist, zeigt das nächste Bild, das tatsächlich aus unserem Labor stammt. Und was Sie hier sehen, ist eine Elektronenmikroskopieaufnahme von einem Material, das wir erzeugt haben. Und das ähnelt diesem Emmentaler Käse schon sehr.
Man hat nämlich Löcher auf einer Mikrometerskala und auch auf einer kleineren Skala hier, auf einer Nanometerskala. Und die Lithium-Ionen, die kommen jetzt ganz schnell durch den Elektrolyten an alle Teile des Elektrodenmaterials. Und zum Vergleich, wie klein diese Struktur ist, habe ich hier mal ein kleines rotes Blutkörperchen eingefügt, das im Vergleich zu unserer Struktur doch relativ groß wirkt. Und diese Bewegungsfähigkeit, die diese Lithium-Ionen jetzt haben, bewirkt, dass die Prozesse in der Batterie schneller ablaufen können, wir die Batterie also schneller auf- und entladen können. Aber die Frage ist natürlich, wofür brauchen wir das? Und schnelleres Entladen heißt, dass wir die Energie schneller abrufen können. Und das wurde benutzt, um elektrische Fahrzeuge zu konzipieren, die Geschwindigkeiten von bis zu 550 km/h erreichen können. Oder genauso rein elektrische Motorradräder, die von 0 auf 100 in einer Sekunde kommen. Das ist schon nicht schlecht, aber auch für den Alltag hat das Bedeutung. Zum Beispiel in elektrischen Bussen. Hier benutzt man auch ein nanostrukturiertes Batteriematerial, vor allem in Bussen, die in Städten benutzt werden. Und die Idee ist, während die Passagiere an einer Haltestelle ein- und aussteigen, kann man die Zeit nutzen, um seine Batterie zu laden. Aber nur, wenn sich die Batterie auch innerhalb von einer Minute laden lässt. Und die Idee ist, man lädt sie, fährt 2-3 Stationen weiter und lädt die Batterie weiter. So kann man kleinere Batterien benutzen und lädt sie einfach bei jeder Gelegenheit. Und dass das nicht nur irgendwo in China oder so passiert, sondern tatsächlich auch hier, sieht man in diesem Beispiel, das stammt nämlich von einer Buslinie in Genf. Und damit hoffe ich, dass ich euch überzeugen konnte, dass die Käsestruktur tatsächlich sehr nützlich ist für Lithium-Ionen. Und was unseren geliebten Gruyère-Käse angeht, so würde ich ohnehin sagen, dass sich der am besten zum Essen eignet. Und damit vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Michael. Es ist soweit, wir kommen schon zum letzten Slam vom heutigen Abend und zu einer Premiere, dem Team Slam, und zwar von Dimitri Van Hecke aus Fribourg und Roman Strub aus Bern. Und wir haben unsere Slammer ja immer gefragt, schickt uns ein bisschen Infos, damit wir etwas über euch sagen können, was ihr gemacht habt. Und die zwei haben mir einen Text geschickt und den möchte ich einfach vorlesen, der hat mir gefallen. Fettleibigkeit als Folge von Masseneinwanderung. Was wie eine schlechte Blickschlagzeile tönt, ist in Tat und Wahrheit ein Fall für Soziologe Roman, und Zoologe Dimitri, eure Kommissare von CSI Neandertal. Mit einem herzlichen Applaus auf der Bühne. Ich bin ein Wanderer. Mein Name ist August Gähwiler. Als vierter Sohn meines Vaters hatte ich kein Anrecht auf Land, was mich in Armut stürzte. Ich wanderte deswegen 1884 aus dem Aargau nach Argentinien aus. Wir nehmen euch mit in der Vergangenheit, etwa 100.000 Jahre zurück, nach Ostafrika. Dort lebte zu jener Zeit der moderne Mensch, Homo sapiens. Diese modernen Menschen waren anatomisch zu uns, heutigen Menschen, nicht unterschiedlicher als Roger Federer zu Kim Jong-un. Und diesen modernen Menschen wurden vor 100.000 Jahren zum Wanderer. Sie wanderten aus Afrika nach Europa und Asien und fanden da keine menschenleeren Steppen vor, sondern sie trafen einen alten Verwandten, den ihr vielleicht unter dem Namen Neandertaler kennt. Und ich stelle mir das als einen extrem spannenden Moment vor, als das erste Mal ein Mensch einem Neandertaler gegenüberstand. Was haben die empfunden? Haben die gemerkt, dass sie ähnlich sind? Haben sie vielleicht Angst gehabt voreinander? Fanden sie vielleicht sogar einen Weg, miteinander zu kommunizieren? Haben sie sich bekämpft? Moment, Roman. Nein.
Keine Ahnung, keine Ahnung. Aber sie sind mit Sicherheit miteinander in die Kiste gehüpft. Und das wissen wir, weil noch heute findet sich in unserer DNA Spuren von Neandertaler-Genen. Und deshalb wissen wir, da muss mal was passiert sein, irgendwann. Das geht aus diesen Daten hervor. Das ist eine Klassifizierung heutiger menschlicher DNA nach Neandertaler-Anteil. Und zwar von Menschen über die ganze Welt. Und was man sieht, ist, dass die Afrikaner haben kein Neandertaler-DNA. Die konnten ja kein Neandertaler begegnen. Und alle anderen haben etwa das gleiche Material von Neandertaler geerbt. Also, Jude oder Japaner, Engländer oder Inder, Schweizer oder Liechtensteiner, alle das gleiche. Und weißt ihr, was das bedeutet? Das heißt, du und du und du, ihr habt nicht nur Kalium in eurem Körper, ihr habt auch noch Neandertaler in der Familie. Nicht nur ihr, auch noch andere Leute, zum Beispiel er. Neandertaler, ganz klar. Ein noch deutliches Beispiel sehen wir hier. Keine Frage. Und zu guter Letzt, das ist vielleicht ein bisschen gefährlich, wir wollen ja nicht mit Jan Böhmermann hier irgendwie einen Skandal noch. Nein, ich weiß nicht. Das ist ein ganz klarer Fall. Erdogan ist ein Neandertaler. Ich bin ein Wanderer. Mein Name ist Hermann Korn. Auf der Suche nach Abenteuer wanderte ich 1935 im Alter von 28 Jahren von Deutschland nach Südwestafrika aus. Also, klar, wir Menschen haben Neandertaler-DNA in unserem Genom. Aber vielleicht denkt ihr, dass das über eine längere Zeit immer mal wieder zu Kreuzungen, zu Paarungen, zu mal hier und dort etwas gegeben hat. Wenn ihr das tut, dann denkt ihr falsch. Weil das Interessante ist, dass man sagen kann, es hat diese Paarung zwischen Neandertalern und Menschen genau ein einziges Mal gegeben. Nicht tausendmal, nur ein einziges Mal. Erfolgreich. Und das geht genau aus diesen Daten heraus. Was man sieht, ist, dass diese Gruppe von allen Nicht-Afrikanern, das ist eine dense, eine kompakte, eine dichte Gruppe. Wenn es mehrere Paarungen, mehrere Kreuzungen gegeben hätte, dann wäre das nicht eine Gruppe gewesen. Irgendeiner unserer Vorfahren hat uns mit einem Neandertaler betrogen. Und wir können sogar ein bisschen etwas darüber sagen, wer denn der Betrüger in dieser Affäre gewesen ist. Jawohl. Bei tierischen Zellen ist es so, dass das meiste DNA im Kern, hier in lila, zu finden ist. Es gibt auch sogenannte Mitochondrien, hier in braun, und das ist weg, aber diese da, die haben auch noch ein bisschen DNA. Wichtig jetzt ist, dass dieses DNA immer zu 100% von der Eizelle stammt, also von der Mutter. Das heißt, wenn ein Kind eine Kreuzung ist zwischen Mensch und Neandertaler und es hat menschliches DNA in seinen Mitochondrien, dann ist die Mutter eine moderne Frau, der Vater ein Neandertaler. Analoges gilt auch umgekehrt natürlich. Also wenn in den Mitochondrien nur Neandertaler-DNA zu finden ist, heißt das, der Vater des Kindes war ein moderner Mann und die Mutter eine hübsche Neandertalerin. Dieser zweite Fall, den gibt es aber in Tat und Wahrheit nicht, den hat man nie irgendwo gefunden bei genetischen Proben. Und deshalb wissen wir, es gibt nur diesen ersten Fall. Und das heißt, der Betrüger in unserer Affäre, die wir vorhin davon erzählt haben, muss eindeutig eine Frau gewesen sein. Wir haben Beweise, ihr könnt es abstreiten, aber es ist wahr. Ich bin ein Wanderer. Mein Name ist Dimitri van Hecke. Im Alter von 22 Jahren kam ich in der Schweiz wegen einer Arbeitsstelle. Ich arbeite jetzt seit 5 Jahren am Adolf-Merkel-Institut der Universität Fribourg. Ich habe 2 Kinder mit meiner Schweizer Partnerin.
Jetzt wollen wir uns noch anschauen, wo denn in unserem Erbgut diese Neandertaler-Gene zu finden sind. Wir haben etwa 1-5% unserer Gene, die von den Neandertalern stammen, und die sind nicht irgendwo, was weiß ich, zufällig verteilt, sondern die finden sich in ein ganz paar konkreten Hotspots, wo es für uns evolutionär von Vorteil war, dass wir diese Neandertaler-Gene behalten. Ein gut erforschtes Beispiel ist unsere Hautfarbe. Also menschliche Hautfarbe, also die Gene dafür, haben einen relativ hohen Anteil an Neandertaler-DNA. Das macht auch Sinn. Stell dir vor, der moderne Mensch vor 100.000 Jahren wanderte aus, aber war sich noch angepasst oder war noch angepasst an diese hohen Sonneneinstrahlungsverhältnisse in Afrika. Im Norden war das nicht so. Da war er sehr froh für ein Update von den Neandertaler. Der hat sich angepasst an weniger Sonneneinstrahlung. Hier ein Beispiel von einem originalen Menschen und einer Kreuzung zwischen einem Neandertaler und einem Mensch, also einem Bastard. Etwa hier. Ein zweites Beispiel wäre, was, Sexisten? Hat jemand Sexisten gesagt? Ein zweites Beispiel wäre der Fettmetabolismus, wie gut man Fett speichern kann. Auch hier, der moderne Mensch ist gerade aus Afrika ausgewandert. Er ist sich die afrikanischen Verhältnisse gewohnt, wo es relativ viel zu essen gibt und wo das relativ einfach zugänglich ist. Aber in Europa ist es karg. Und der Neandertaler lebt da schon seit Hunderttausenden von Jahren. Der hat sich an diese kargen Verhältnisse angepasst. Und auch hier kriegt der moderne Mensch jetzt ein Update, indem er das Neandertaler-Gen übernimmt, kann er nachher einfacher das Fett speichern und kann so einfacher überleben. Vielleicht ist das mit der Fettspeicherung schlussendlich auch ein bisschen zu gut gelungen. Ja, genau. Gut. Zusammenfassend kann man nun sagen, wir Menschen sind Wanderer und haben auf unserer Wanderung den Neandertaler getroffen. Wir Menschen wandern und deswegen haben wir uns mit Neandertalern gepaart. Wir Menschen wandern und ohne die Hilfe unserer oftmals ein bisschen zu Unrecht als primitiv verschrienen Verwandten wäre es schwieriger gewesen für uns auf der Wanderung. With a little help from our friends, also unsere Verwandten, konnten wir aus Ostafrika in Eurasien besiedeln und von dort aus die ganze Welt. Mein Name ist Sosan Khaled Musa. 2015, im Alter von 25 Jahren, kam ich aus Aleppo nach Europa. Ich lebe als Flüchtling in Berlin. Auch ich bin ein Wanderer. Wir danken euch für die Aufmerksamkeit. Merci vielmals. Wir können gerade bleiben. Vielen Dank, ihr könnt gerade bleiben. Darf ich alle Slammer auf die Bühne bitten? Monika, Julia, Serge, Laura, Daniel, Michael, Dimitri und Roman. Ein Riesenapplaus! So, wir kommen nun zur Abstimmung, aber der erste Slam ist doch schon einige Minuten her und wir machen jetzt Folgendes. Dürfte ich euch bitten, eure Urne zu nehmen, mit eurem Bild drauf und euch in der Reihe aufzustellen, wie ihr geslammt habt. Also Monika ganz links, Dimitri und Roman ganz rechts. Mit der Nadel auf dem Steuerle. Wunderbar. Und während sich die Slammer aufstellen, im Kindergarten spielt man dieses Spiel. Kennt ihr das? Ihr denkt euch ein Tier aus und dann muss man sich der Größe nach ordnen und man darf aber nur die Tiergeräusche machen. Das könnten wir nächstes Mal probieren. Ja, das macht man im Kindergarten heute. Ich erkläre kurz, was jetzt passiert. Jeder Slammer, jede Slammerin hat exakt 20 Sekunden Zeit, um euch einfach einen kleinen Rückblick zu geben über das, was gerade passiert ist in ihrem Slam. Wir beginnen mit Monika, gehen der Reihe nach durch. Bitte gebt das Mikrofon weiter. Wenn ihr fertig seid mit den 20 Sekunden, ich werde euch das sagen, dann könnt ihr eure Urne demonstrativ hier hinstellen und in der nachfolgenden Pause habt ihr, liebes Publikum, 15 Minuten Zeit, um eure Jetons einzuwerfen und wir werden das auszählen. Gibt es Fragen vom Publikum?
Gibt es Fragen von den Slammern? Noch etwas. Ich möchte nicht diese Selbstwerbung, sage ich mal, diese 20 Sekunden unterbrechen, indem dass ich einfach reinrede, sondern ich würde das gern euch überlassen. Und zwar, ich denke, leider nicht so, wie ihr euch das vorstellt, jede Person hier auf der Bühne hat einen Riesenapplaus verdient. Und ich möchte, dass wir nach 20 Sekunden, gebe ich euch ein Zeichen, und dann geben wir für diese Person, die gerade sich vorgestellt hat, okay, ich habe es ein bisschen zu früh genommen, geben wir noch einmal alles. Und zwar machen wir das mit einem Millisekundenapplaus. Kennt jemand einen Millisekundenapplaus? Nicht? Millisekundenapplaus heißt, ich mache ein Zeichen, so, und dann gebt ihr alles, eine halbe Sekunde lang. Nach einer halben Sekunde ist wieder Ruhe. Probieren wir das mal. Los! Naja, aber noch einige waren richtig erschrocken. Das ist noch. Los! Oh! Nochmal! Oh. Nehm mal die Füße! Los! Ah, okay. Ja. Aufpassen auf die Gläser. So würde ich sagen, bedanken wir uns zum Ende der 20 Sekunden bei jedem Slammer, jeder Slammerin. Alles in Ordnung? Dann. Ja, jetzt brauchen wir das Mikro. Dann übergebe ich das Mikro an Mo. Elementar oder nicht elementar, das ist hier die Frage. Das Atom ist nicht elementar. Der Atomkern ist nicht elementar. Das Proton ist nicht elementar. Das Quark ist elementar, aber man kann es nicht essen. Okay. Und go. Der Slogan vom amerikanischen Roten Kreuz, Not all heroes wear capes. Unsere Heldin trägt ein Cape, sie ist schließlich das Rote Kreuz und ist auch noch super. 10 Sekunden würden reichen, merke ich gerade. 3, 2, 1, Sergej! Ja, guten Abend noch einmal. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Ihr habt auch etwas gelernt und könnt etwas mit nach Hause nehmen. Und für diejenigen, die mit dem Auto hier sind, don't drink and drive. Wow, Sergej! Gut, ich habe euch gezeigt, wie die Chemiker gebrochene Herzen heilen können. Das alles eigentlich mit ein bisschen Spaghetti und Klettverschluss. Ist extrem hilfreich, wenn Schokoladeneis mal ausverkauft ist. Und das alles machen wir eigentlich, indem wir uns gefärbte Proben angucken. Für Laura! Hi, ich bin Daniel und ich habe euch erzählt von Helmen, die euch sicher machen und gleichzeitig auch wild und risikoreich. Vom Pelzmann-Effekt und dessen Anwendung in Public Policy. Und wenn ihr im Auto nach Hause fährt, tragt besser keinen Helm. Für Daniel! Hi, ich bin der Michael und ich habe darüber erzählt, wie käseartige Nanostrukturen unsere Lithium-Ionen-Batterien viel besser machen können. Lithium-Ionen! Und für Michael! Wir sind alle viel zu bleich und viel zu fett, aber die Neandertaler sind schuld. Robert und Dimitri, ein Riesenapplaus für alle 8 Slammer noch einmal. Gebt alles! Vielen, vielen Dank. Ihr dürft die Urnen hier vorne hinstellen. Ihr liebes Publikum habt jetzt 15 Minuten Zeit, genau bis 22.15 Uhr. Werft euren Jeton in die Urne für den Slammer, der euch überzeugt hat. Wir sehen uns in einer Viertelstunde. Also, erstmal vielen Dank. Und ich muss sagen, es war ziemlich ausgeglichen. Es war wirklich nicht, wir haben etwa 5 Leute haben unabhängig nachgezählt. Wir können die Statistiken nachher auch gerne sehen. Trotzdem, auch wenn ihr alle Gewinner seid, gibt es jemand, der heute den 2. Platz nimmt. Und der 2. Platz ist der Gewinn 500 Franken. Und jemand ist von euch zum Science Slam Champion von Fribourg gekürt worden. Und dieser Slammer oder diese Slammerin werden mit 1000 Franken heute nach Hause gehen. An dieser Stelle möchte ich mich auch bei der Universität Fribourg ganz herzlich bedanken, ohne die das alles gar nicht so möglich gewesen wäre. Ein Applaus! Damit wir das noch ein bisschen unerträglicher machen, möchte ich das Wort noch ganz kurz an Maike übergeben, die eigentlich so als Gesicht des OKAS hier noch ihren Namen nennen möchte. Also erstmal danke an alle, die gekommen sind. Das freut mich sehr für die Slammer, dass ihr also zahlreich erschienen seid. Und ich möchte nochmal ein ganz dickes Dankeschön an das Organisationsteam, eben
geben, und zwar vor allen Dingen Friedrich Neuhaus. Stipendiat am AMI ist. Judith Rodendörfer, die Gewinnerin des letzten Science Slams, die eben zum Thema Okkultismus forscht. Und Bendit Meyer, der eben auch im letzten Jahr mitgemacht hat und jetzt bei der Unicom an der Uni Fribourg eben angestellt ist und uns auch stark unterstützt hat. Also nochmal danke an euch. Danke auch an dich, Maike, und sie halte die Slammer. Bitte stellt euch auf. Also der Moment ist gekommen. Auf dem zweiten Platz mit 18 Stimmen. Das sagt auch schon, wie es verteilt war. Mit 18 Stimmen von 96 gratulieren wir zu 500 Franken unserem Slam-Duo Roman und Dimitri. Haben wir eine Slammerin mit 32 Stimmen, Laura! Zu sprechen. Sehr interessante Menschen. Ich möchte jetzt nicht mehr lange weitersprechen. Nächste Woche, 18. Mai, in Donnerstag, nächstes Science Slam in Zürich, für Leute, die es interessiert. An dieser Stelle möchte ich mich nochmals bedanken. Schönen Abend, es war toll.